Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des ALD Lifeline Auto entschieden haben. Hiermit haben Sie eine gute Wahl getroffen. Im ersten Schritt packen wir das Gerät aus und nehmen es in Betrieb. Hier sehen Sie das Medizinproduktebuch. Im Medizinproduktebuch können Sie Angaben machen zu Ihrem Betrieb oder Praxis, die Einweisungsteilnehmer eintragen, die an dieser Einweisung teilgenommen haben und sich bei der Medizintechnik vom Praxisdienst melden, um das Dokument zu unterzeichnen. Hier sehen Sie die Registrierkarte von DefiTech. Wenn Sie die Registrierung online bei DefiTech durchführen, bekommen Sie kostenlose Software-Updates und erhalten einen kostenlosen E-Mail-Erinnerungsservice. Hierbei wird Ihnen das Datum und das Ablaufdatum der eingesetzten Batterie und Elektroden mitgeteilt. Auf dieser Karte sehen Sie, wie Sie die Patientenelektroden und Batterie im Gerät verstauen und ausgetauscht werden. Nun entnehmen wir das Gerät aus der Verpackung und schauen uns das mitgelieferte Zubehör an. Hier sehen Sie eine Schnellstartanleitung, welche die Inbetriebnahme des Gerätes beschreibt. In der Gebrauchsanweisung können Sie alle weiteren Informationen noch einmal nachschlagen und erhalten Infos zu Wartungsintervallen etc. Dies sind die bereits im Lieferumfang enthaltenen Erwachsenenelektroden, die Sie zum Defibrillieren nutzen können. Ebenfalls ist es möglich, Kinderelektroden zu verwenden. Diese können Sie bei uns separat im Onlineshop bestellen. Im letzten Schritt wird die enthaltene 9-Volt-Block-Batterie in den Batteriepack des Defibrillators eingesetzt. Dies ermöglicht die lange Batteriehaltbarkeit von 7 Jahren im Standby-Betrieb. Um diese 9-Volt-Block-Batterie einzusetzen, nehmen Sie diese, achten auf die Polarität und setzen Sie in den Batteriepack ein. Nun kann der Batteriefachdeckel wieder verschlossen werden. Im nächsten Schritt, um den Defibrillator einsatzbereit zu machen, konnektieren wir die Elektroden mit dem Defibrillator und verstauen die Elektroden in dem dazu vorgesehenen Elektrodenfach. Im nächsten Schritt, um den Defibrillator einsatzbereit zu machen, konnektieren wir die Elektroden mit dem Defibrillator und verstauen die Elektroden in dem dazu vorgesehenen Elektrodenfach. Der Elektronenstecker gilt immer nur in eine Richtung einzustecken. Wichtig ist, dass dieser mit einem hörbaren Klick einrastet. Jetzt können wir das Gerät herumdrehen und die Elektroden im Elektrodenfach verstauen. Anschließend noch das Kabel in der vorhergesehenen Halterung einlegen. Wenn Sie dies geschafft haben, kann die Batterie nun seitlich im Defibrillator mit etwas Druck eingesetzt werden. Wichtig ist, dass diese nur in eine Richtung eingesetzt werden kann. Batterie-Selbsttest wird durchgeführt. Batterie okay. Gerät wird abgeschaltet. Kommen wir nun zur Anwendung am Patienten. Um die Anwendung am Patienten durchzuführen, wird der Defibrillator auf die Rückseite gedreht und die Elektroden aus dem Elektrodenfach entnommen. Die Erwachsenenelektroden sind bereits im Lieferumfang enthalten. Wenn zusätzlich Kinderelektroden benötigt werden, können diese zusätzlich bei uns erworben werden. Die Elektrodenpackung öffnen und aus der Packung entnehmen. Hierbei gilt es zu beachten, dass es zwei verschiedene Elektroden sind. Eine Elektrode wird auf der rechten Seite oberhalb des Thorax angebracht. In jedem Fall sollte dieser Vorgang zu zweit durchgeführt werden, um eine zeitige HLW durchzuführen. Die zweite Elektrode
wird auf der rechten Seite unter der Brust, unter der linken Brust verklebt. Nun sind die Elektroden verklebt und der Defibrillator kann wieder umgedreht werden und mit der einen Ausschalttaste gestartet werden. Rufen Sie Hilfe. Folgen Sie den Anweisungen zum Anlegen der Elektroden. Entfernen Sie die Kleidung vom Brustkorb des Patienten. Nehmen Sie die Elektroden aus der Packung auf der Rückseite des Gerätes. Öffnen Sie die Elektrodenpackung. Gerät wird abgeschaltet. Wie Sie hören, gibt der Defibrillator alle Anweisungen automatisch und es ist nur in jedem Fall Folge zu leisten. Kommen wir nun zu den Wartungsintervallen gemäß Hersteller. Diese sind zwingend einzuhalten. Es sind 3 verschiedene Stufen vorgesehen. Täglich muss auf die LED-Statusanzeige des Defibrillators geachtet werden. Diese muss in einem Intervall grün blinken. Bleibt diese aus und leuchtet nicht, ist von einem Gerätedefekt auszugehen. In dem Fall ist vermutlich die Batterie entladen. Sie können eine neue Batterie erwerben und diese selbst austauschen. Sollte die Status-LED rot blinken, ist von einem Defekt auszugehen, wie beispielsweise Elektroden. Sind die Elektroden abgelaufen, müssen diese ebenfalls ersetzt werden. Die Laufzeit dafür beträgt 2 Jahre. Monatlich sollte nach dem allgemeinen Zustand des Defibrillators geschaut werden. Das heißt, dieser muss einmal monatlich eingeschaltet werden. Ist diese Funktion in Ordnung, ist der Selbsttest erfüllt für den Monat. Alle 24 Monate ist eine STK, sicherheitstechnische Kontrolle, durchzuführen. Diese können Sie entweder bei Praxisdienst oder einem externen Dienstleister durchführen lassen. Der Batteriepark verfügt über eine Standby-Zeit von 7 Jahren oder 300 Schocks, je nachdem, was vorher eintritt. Sollte beim ARD eine Servicemeldung angezeigt werden, durch ein rotes Blinken der LED oder einer Anzeige wie beispielsweise Elektroden prüfen, sollten Sie diese immer im Auge behalten. Die Garantiezeit des Defibrillators beträgt 8 Jahre und umfasst einen umfangreichen Schutz des Gerätes.